Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr dabei seid. Das erste Video in diesem Jahr 2021. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch wenn es nicht so erlebnisvoll war wie die vergangenen Jahre, hoffe ich dennoch, dass ihr da einen guten Rutsch hattet und gut reingekommen seid in dieses Jahr. Ja, wenn wir mal zurückblicken, ein Stück nach hinten, und zwar 2020 hat es die Welt auf den Kopf gestellt. Die Corona-Pandemie ist ausgebrochen und hat natürlich uns Menschen sehr stark belastet. Es hat sehr, sehr viele Branchen stark belastet. Wir Online-Händler haben größtenteils davon profitieren können, doch nicht jeden, für jeden ging das so glimpflich aus. Wollen wir nun das letzte Jahr 2020 hinter uns lassen und gucken positiv in die Zukunft, wie wir dieses Jahr besser gestalten können und allgemein für die nächsten Jahre. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, die Selbstständigkeit, Motivation, Investition und vieles mehr, abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Wollen wir darüber sprechen, welche Neuerungen uns denn hier in dem Jahr 2021 erwarten? Und was genau uns Händler natürlich betrifft, sind sehr viele neue Änderungen da. Welche Änderungen erwarten uns denn jetzt in diesem Jahr? Und zuallererst einmal die wichtigste Änderung, die du schon umgesetzt haben solltest. Wenn nicht, dann solltest du das schleunigst tun, ist die Mehrwertsteueranpassung. Wir wissen, im Jahr 2020, Mitte 2020, ist die Ermäßigung der Mehrwertsteuer in Kraft getreten. Nun wird sie wieder rückgängig gemacht von 16% auf 19% und von 5% auf 7%. Ja, das ist ganz wichtig, falls du das noch nicht umgesetzt hast, dann solltest du es schleunigst tun. Des Weiteren wird dieses Jahr eine neue Änderung in Kraft treten, und zwar betrifft das die Hersteller von Elektrogeräten, wie zum Beispiel Kühlschränken, Waschmaschinen oder diverse Dinge, wo sich die Energieeffizienzlabels ändern werden. Wir kennen es, A++ wäre das Beste, was man so kaufen konnte. Jetzt wird dieses entfallen, man wird da von A bis G unterscheiden und es wird keine Plus-Plus-Regelung mehr geben. Sollte dich das betreffen, solltest du dich damit auf jeden Fall beschäftigen. Die nächste Änderung, die fast alle Händler betreffen wird, wird die Mehrwertsteuerreform sein. Bislang war es so, dass wenn man ins EU-Ausland Waren verschickt hat, gab es für jedes EU-Land verschiedene Schwellengrenzen. Das heißt, es gab Grenzen, wie viel Umsatz man im jeweiligen EU-Ausland machen durfte, und diese haben sich unterschieden. Das Ganze wird jetzt einheitlich auf 10.000 Euro Schwelle begrenzt. Früher war es so, wenn man über diese Schwellengrenzen kam, musste man eine Umsatzsteuer-ID in diesem Land beantragen und dann diese Umsatzsteuer in das jeweilige Land abführen. Man möchte das Ganze nun vereinfachen und das Ganze mit einer sogenannten One-Stop-Shop-Regel regeln. Das heißt, zukünftig können Händler ihre Mehrwertsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern anmelden und abführen in das jeweilige Land. Wenn du genau Informationen brauchst, setze dich mit deinem Steuerberater in Verbindung und lass dich da beraten. Des Weiteren wird es Änderungen im Batteriegesetz und Elektrogesetz geben. Das betrifft maßgeblich die Hersteller und die Inverkehrbringer von Batterien, Artikeln, die Batterien auch enthalten. Also wenn du Wiederverkäufer bist, dann betrifft dich das nicht wirklich. Jedoch wenn du Waren mit Batterien, Artikel mit Batterien, Produkte mit Batterien aus dem Ausland hier nach Deutschland einführst und weiter vertreibst, setz dich damit mit diesem Thema auseinander. Denn da sind neue Pflichten quasi jetzt ab 1. Januar wichtig, und damit solltest du dich auf jeden Fall auseinandersetzen, um da, wie gesagt, keine Probleme zu bekommen. Das sind soweit wichtige Änderungen für uns Online-Händler gewesen. Nun möchte ich allgemeine Änderungen ansprechen, die dieses Jahr für uns in Kraft treten. Ab diesem Jahr wird eine CO2-Abgabe gezahlt werden müssen. Ja, somit wird unsere Spritpreise wie Diesel und Benzin teurer werden. Jedoch wird der Strompreis günstiger. Deshalb lohnt es sich vielleicht für dich, ein Elektrofahrzeug anzuschaffen. Das nächste wäre, die gesetzlichen Krankenkassenbeiträge erhöhen sich um 0,2% vom Bruttoeinkommen.
Was die wenigsten Zuschauer hier auf diesem Kanal betreffen wird, ist natürlich, dass die Rentenbeiträge nicht erhöht werden. Schade für die Rentner, für uns kein Problem, wir sind noch jung, wir können noch arbeiten. Kommen wir zu einigen weiteren positiven Änderungen. Und zwar wird der Solidaritätszuschlag entfallen. Bis zu einem gewissen Einkommen werden die meisten nun den Solidaritätszuschlag nicht mehr bezahlen müssen. Genaue Zahlen siehst du unten in der Beschreibung. Die Entfernungspauschale wird von 30 auf 35 Cent pro Kilometer in eine Richtung nun steuerlich absetzbar sein, was für viele Pendler natürlich sich positiv auswirken wird. Wer zu Hause Homeoffice betrieben hat, jetzt in der Corona-Pandemie seit 2020, darf nun pauschal 5 Euro pro Tag absetzen, maximal 120 Tage und eine Summe von maximal 600 Euro wiedererstatten. Damit sollen die Verbrauchskosten wie Energie und andere Dinge entlastet werden. Was vielleicht für den einen oder anderen noch interessant ist, ist der Steuerfreibetrag. Dieser wird erhöht und zwar von 9.408 Euro auf 9.744 Euro für Ledige. Für Verheiratete wirkt sich das auch positiv aus und zwar von 18.816 Euro wird das Ganze auf 19.488 Euro erhöht. Und zu guter Letzt, der Mindestlohn wird sich erhöhen von bislang 9,35 € auf 9,50 €. Da können sich viele freuen, die für den Mindestlohn arbeiten. Solltest du noch weitere Änderungen haben, die ich hier nicht angesprochen habe und die für uns Online-Händler wichtig sein könnten, dann schreibe dazu gerne unten einen Kommentar. Ich würde mich freuen und damit würdest du auch anderen helfen können. War das Video für dich hilfreich? Dann freue ich mich, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und es mit anderen teilst. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Verkaufen. Bist du noch nicht abonniert in diesem Kanal? Dann freue ich mich, wenn du das tust. Drücke auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Video. Tschüss.